Ja, und hallo zu einer ersten Folge Jurassic World Evolution. Ja, beziehungsweise Jurassic World Evolution 2. Ja, das Spiel ist momentan bei Steam im Sale. Zumindest sollte es noch sein. Ich habe es am Wochenende erst gekauft. Oder was vor dem Wochenende? Freitag? Samstag? Freitag oder Samstag habe ich es gekauft. Ja, das ist der Nachfolger von Jurassic World Evolution und aus dem gleichen Haus, woher Planet Zoo und Planet Coaster 2. Echt tolle Spiele herstammen. Gut, Planet Zoo habe ich eine Weile angespielt gehabt, ist doch nicht so ganz warm geworden mit damit. Mich hat da einiges gestört, ich sag mal so, dass man die Zoogebäude, Tierpflegegebäude und so verstecken muss. Ist ja schön und gut, okay, aber naja. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Ja, man sieht schon, ich habe bei der Kampagne 20%, denn ich mache diese Aufnahme zum zweiten Mal. Und warum? Ja, jetzt nehme ich mit OBS auf, davor habe ich mit der Xbox Bar aufgenommen. Xbox Bar hat ein kleines Problem. Ab und zu mal, wenn ich nicht drauf achte, nimmt er den Sprachrekorder auf. Das heißt, ich sehe meinen schönen Sprachrekorder, wo die Aufnahme von dem Ton läuft, weil ich das separat mache, und mehr nicht. Ich sehe zwar, höre zwar die Ingame-Geräusche, aber ich sehe kein Bild vom Spiel. Nein, nur vom Sprachrekorder das. Ja, deswegen 20%. Ich habe schon zwei Welten gemacht. Ich weiß schon, was auf mich zukommt. Ich hoffe, dass ich, ja. Wir fangen aber wieder an bei Arizona. Ja, überschreiben. Wir machen von vornherein. Jurassic World. Hier beginnt unsere Geschichte. Ein wissenschaftlicher Durchbruch, ohne jede Rücksicht auf die Konsequenzen. Ich merke. Die Natur nahm ihren Lauf und entfesselte Chaos. Diesmal hatten wir eine noch größere Illusion von Kontrolle. Und das Chaos war noch viel schlimmer. Und kurz wussten wir wieder, wie wertvoll das Leben ist. Aber im Lauf der Zeit verblassen die Erinnerungen an den großen Kontrollverlust. Und Ehrgeiz kann sehr hartnäckig sein. Für die zurückgebliebenen Saurier verlor die Zeit an Bedeutung. Von Wundern der Wissenschaft zu Objekten der gnadenlosen Ausbeutung. Vielleicht sollten wir sie überdenken. Die wahre Natur der Natur. Ein endloser Zyklus mit nur einem Ziel. Überleben. Und das heißt, Saurier und Menschen müssen einen Weg finden, ihre Differenzen beizulegen. Willkommen to Jurassic World, sage ich dann nur. Ja, das waren die ersten zwei Filme im Zusammenschnitt. Wir sind jetzt sozusagen in der Sequenz des dritten Films gelandet. Ja, der zweite Film, der tat mir am meisten leid. Ich sag nur, der Brachiosaurus, wo von der Für pyroklastischen Wolke uns dann erwischt ist eine wurde. Wüste Ah, es tut nur weh. ein Ödland. Dort leben nur die anpassungsfähigsten Lebensformen. Doch vor Millionen von Jahren gediehen in diesen Gegenden Lebewesen. In Anbetracht der geologischen Geschichte hier ist es daher gar nicht so abwegig, dass Saurier im Gras rumlaufen. Die aktuelle Situation, freilaufende Saurier, ist für die Verantwortlichen unhaltbar. Nun, diejenigen, die denken, sie hätten die Verantwortung. Wir haben also ein Problem oder eine Gelegenheit. Nun, hier kommst du ins Spiel. Sie haben meine Warnungen früher schon ignoriert, aber vielleicht wird es dieses Mal mit dir anders sein. Ich nehme die Ungewissheit in Kauf. Ja, Ian, immer so. Oh, das ist mir beim letzten Mal auch schon passiert, weil ich nach rechts hier Okay, bin. ich schätze, es wäre angebracht, wenn ich mich Ah, vorstelle. Finch nervt mich Ich nicht. bin Cabot Finch, stellvertretender Direktor der US-Naturschutzbehörde. Ich weiß, das klingt wichtig. Ich und das ist es auch. Aber verlieren wir uns nicht zu sehr in Titeln und Organigrammen. Ich mache es einfach.
Sie arbeiten für mich. Sehen Sie? Nichts dabei. Sie werden mit den Experten arbeiten. Das sind Claire Deering und Owen Grady. Ich hoffe, dass du nicht dich zum Experten zählst. Mit den Sauriern gemacht. Ich bin die ehemalige Leiterin von Jurassic World. Owen und ich haben dabei geholfen, den Park zu errichten. Und leider waren wir auch bei seiner Zerstörung anwesend. Ja, das war Jurassic World 2. Er arbeitet mit den Velociraptoren. Man könnte mich ein Saurier-Cowboy nennen, aber offiziell bin ich Tierverhaltensforscher. Ich habe gerade eine Vertrauensbasis mit ihnen aufgebaut, als das losging. Okay, wir müssen sofort ein paar Dinge in die Wege leiten. Beginne mit einer Unterstützungsanlage, mit einem Ranger-Team, mit Geländefahrzeug. Und einem Helikopter-Einfangteam. Ja. Gut, dann fangen wir mal damit an. Aber das Problem ist, was wir hier haben, okay, wir müssen, haben hier eine Vorgabe, das ist das Tutorial sozusagen. Das Problem, was wir haben keinen Strom. So, dann brauchen wir Weg. Haben wir schon. Und dieser Notfallgenerator ist Mist. Damit es auch einsatzfähig ist. Ja. So. So, fertig. Okay, dann gehen wir mal zu dem hier. Direkte Steuerung. Ja, ja. Dann ist es sinnvoll, ein Einfangteam-Helikopter zu nehmen. Wir sind schon dabei. Also, ich habe doch gute Ideen. Da ist er. Da ist unser Ziel. Hi. Eins. Na, jetzt haut er ab. Ich krieg dich. Ich krieg dich, mein Freund. Ich krieg dich. Okay, das war's. Super. So, dann holen wir mal den Hubschrauber. Den Barry. Was heißt hier du? Was heißt hier du? Wir haben es geschafft. Das reicht mir. Also, wo schaffen wir den Saurier hin? Wir haben das Gehege. Jetzt fehlt nur noch die Lieferung. Tue ich das nicht immer? Warte, sag jetzt lieber nichts. Komm, gib Gas, Leute. John Hammond war nicht dafür, Saurier in freier Wildbahn leben zu lassen. Das bringt ganz neue Herausforderungen mit sich. Und vielleicht Chancen. Ja, das ist, was ich auch in der ersten Folge gesagt habe. Es ist fraglich, ob man das hätte machen sollen. Ob man Saurier in der heutigen Zeit überhaupt aussetzen sollte, weil die Welt, die wir heute haben, ist eine ganz andere. Das ist schon bei nicht so langen verschwundenen Arten schon ein Problem. Ich sag mal so, spaßhalber, der Wolf beispielsweise, das wird auch noch Probleme geben, denn hier in Deutschland ist, seitdem der hier verschwunden ist, die Bevölkerung exponentiell gewachsen. Wir haben eine viel dichtere Besiedlung als manch anderes Land hier in Europa. So, der Baryonyx ist im Gehege. 3, 2, 1, ja, da ist er. Na, du hübsches Kerlchen. Diesen Saurier ist schwer zu vergessen, wenn zweiter man Film mit einem eingesperrt war. Wir konnten den Baryonyx damals nicht retten, aber den hier bestimmt. Sieht schon krass aus, das Tierchen. Sind schon krass. So, Futterstation, das Gefühl, ja, Futterstation. So, hier gibt es nur eine Futterstation innerhalb dieses Gehege. Momentan. So, wo machen wir denn? Machen mich nervös. So, dahin. Ja, das geht mir auch so. So, ist das schon erledigt? So, kann man jetzt? Ja, kann man. Das finde ich nämlich ein bisschen nervig. Hier ist alles bereit. Verstanden. Okay. Wir müssen den Gesundheitszustand des Sauriers vollständig erfassen. Ja, stimmt ja, das muss ich wieder machen. Fahrzeug. Owen hilft dir dabei, die Daten des Tiers aufzunehmen. Dann können wir weiter planen. Brauchen wir das wirklich? Ein Plan? Ich meine, ich war immer eher der Typ, lernen durch Praxis. Nun, wenn das nicht klappt, machen wir es auf deine Art. So. Klingt zumindest nach einem Plan.
So, geschafft. Wir hauen jetzt hier ab. Wir können zwar nicht die Situation auf den Inseln replizieren, aber trotzdem müssen wir es den Sauriern hier in Arizona so komfortabel wie möglich machen. Jagt es. Jagt dem Dinge nach. Wie klingt das? Ist die Frage ernst gemeint oder? So. Ein Witz. Okay, Claire. Fügen wir wie schaut's denn aus? Terrain hinzu. Besser? Fehlender Fels. Oh, findet er gar nicht toll. Aber dass sie da mehr jetzt drauf reagieren, finde ich schon faszinierend. So, wir brauchen Felsen. Felsen. So, genau. Einer da, einer da, einer da. Dann kommt da noch einer hin. Dann machen wir hier noch ein paar kleine Felsen hin. Der braucht nämlich ganz viele, habe ich gemerkt. Wuh. So, reicht dir das jetzt? Zufrieden. Sehr schön. Er ist zufrieden. So. 12%. 12 Sekunden halten. Ja, ich denke mal, wir werden hier jetzt ein bisschen schneller durchkommen, weil ich ja schon weiß, wie es funktioniert. Ich ärgere mich halt wirklich, dass die Aufnahme ja kaputt gegangen ist. So, jetzt brauchen wir... Aber der andere Vorteil ist... Dazu brauchen wir einen Ranger-Posten innerhalb. Den machen wir hier hin. So. Ich weiß. So, einmal zuweisen, einmal zuweisen. So. Wie gesagt, ich weiß jetzt halt, dass es, wie es funktioniert. Ich erhalte Berichte über Saurier, die frei in der Anlage herumlaufen, Claire. Die Berichte sind vielleicht richtig, aber sie zeichnen... Ich würde gerne erst warten, bis der durch ist. Aktuellen Lage. Wütende Saurier laufen herum. Was ist da los? Sie sind nicht wütend. Sie handeln einfach instinktiv. Je bedrohter sie sich fühlen, umso feindseliger werden sie. Wo fährst du denn jetzt hin? Vor allem, wenn es um ihr Überleben geht. Es geht auch um unser Überleben. Ja, aber das wissen nur wir. Na, für den Moment. Wir werden einen der Saurier vom Helikopter aus betäuben und ihn mit einem Transportteam zurück zur Einrichtung bringen. Nee, Leute, das macht ihr jetzt nicht. Einen stimmt nicht. Ja, Pechfahrzeug, das ist jetzt natürlich ganz toll, dass du jetzt hier... Kommt der raus? Schafft er das? Ja, er hat es geschafft, gut. So, wie gesagt, ich weiß jetzt schon von vornherein, was jetzt Sache ist. Wir brauchen nicht einen. Das ist bei der Missionsbeschreibung ein wenig bescheiden. So, wir brauchen nämlich alle drei. Eins, zwei. Okay. Oh, Fehlschuss. Treffer. Der fliegt jetzt. Der ist getroffen. Den haben wir getroffen. Den haben wir. Ah. Vorbei. Knapp daneben ist auch vorbei. Okay. So. Wie gesagt, das brauchen wir auf jeden Fall, die drei. So, dann werden wir einmal das Gehege hier bauen. Zaun. Wir brauchen ein wenig Platz, müssen wir noch lassen, weil wir haben dann später nochmal ein paar andere Dinos, die wir hier noch zu Besuch bekommen. Sehr schön. So, haben wir. Dann können wir nämlich die kommen lassen. So, Mehrfachauswahl. Bep. Bep. Hat er? Gut. So, dann haben wir die hier. Auswahl festlegen. Eins, zwei. Hä? Hat er den nicht genommen? Auswahl festlegen. Da. Sehr schön. Dann haben wir das hier. Und wir werden gleich mal den hier reinmachen. So, und wir brauchen ein wenig Wasser. Ja. So, und wir brauchen Futter. Die waren das, ne?
Oder? Früchteboden brauchen wir. Früchteboden brauche ich. Früchteboden hier. So. Ah nee, das waren die nicht. Das waren ja die. Nee, das waren die Stegos, die das haben wollten. Die hier wollten ganz normales. Also, Blätterboden, Pflanzenfasernboden. Das war falsch. Ja gut, ein paar Früchte können wir lassen, aber den meisten fressen die halt Pflanzenfasernboden. Ein paar Früchte können wir lassen, ist nicht so schlimm. So. Haben wir das auch schon mal erledigt. Ranger Team ist zugewiesen. In dem neuen nämlich, jetzt in dem Spiel hier nämlich, wird das Auto vom Hubschrauber geschützt. Wenn der Barry auf dumme Ideen kommen sollte, doch den anzugreifen, startet der Hubschrauber und betäubt den für eine kurze Weile. Was ich sehr gut finde. Benötigt Statusprüfung. Okay. Das dürfte jetzt gleich eigentlich passieren. So, sag ich doch nämlich. Fehlt dann. Hallo? Ach, der ist da hinten noch. Toll, den hat er jetzt erst abgeholt. Gut, wir können schon mal eigentlich anfangen. Oh ne, wir warten, oder? Ne, das war keine wichtige Sache, dass wir hier, wir können schon mal eigentlich doch schon anfangen mit dem Gehege bauen. Für die Stegos. So, dann haben wir die Stegos nämlich auch schon mal ein Gehege. Den hier auch schon mal ein Gehege gebaut. Sehr schön. Da müssen wir nicht mehr so lange warten. Okay, was hat der jetzt vor? Sehr schön. Haben wir. Insgesamt würde ich sagen, dass sich die Situation verbessert. Ich bin zuversichtlich, dass wir das in den Griff bekommen. Naja, das hat jetzt alles. Aber ich mache mir auch Sorgen. Insbesondere um die Biodiversität. Doch jetzt. So, wir brauchen jetzt den hier. Der kommt auf jeden Fall hier hin, weil der Barry nämlich fast die ganze Zeit nur hier ist. Nee, halt. Da. Nein, nein, nein. Dich brauchen wir doch. Einmal bitte die andere Richtung. Sehr schön. Halt. Das war Unsinn. So, das Problem ist jetzt, die Trikes sind aber hauptsächlich da hinten unterwegs, was ich nicht so gut finde. Das heißt, ich muss wohl noch eine hier hinbauen, dass die komplett abgedeckt sind. Gut. Ja, Wege nicht verbunden, ist mir egal. Das machen wir gleich. So. So, Weg ist verbunden. So, Weg ist auch verbunden. Oh, fast gerade. Sehr schön. So. Herumlaufen, müssen wir so viele wie möglich einfangen. Ja. Wir können unsere gleich. Bemühungen von einem Expeditionszentrum gleich, 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 Lass gleich, uns gleich. Eins bauen. Ich bin ja nicht doof, da ich der ganzen Sache nicht traue, weil, wie gesagt, auffüllen. Wir brauchen nicht viel, aber ich habe gemerkt, dass das besser ist, wenn man nämlich mehr als eins hat. Man sieht nämlich, die, wenn die neu gebaut werden, dann haben die nur 100 drin, was ich ein bisschen unsinnig finde. So, halt, die Galerie ist noch nicht hier verbunden. Okay, dann machen wir die noch schnell hin. Bäm. Und ich möchte eigentlich noch ein, wo haben wir denn?
würde gerne noch eins solches hier hinbauen. Und ein solches nochmal hier hin. So, dann ist das nämlich abgedeckt. Sehr schön. So, wieso ist der noch am... Achso, der ist noch nicht beobachtet. Benötigt Statusprüfung, aber die sind alle zufrieden. Das heißt, der müsste auch zufrieden sein. Jetzt brauchen wir, was hat sie gesagt? Das Expeditionszentrum. Yep. Okay. So, einmal Weg, fertig. Ich kann die Saurier verfolgen, aber zu ein bisschen Hilfe sage ich nicht nein. Claire meinte, es gäbe da ein paar Kandidaten. Wissenschaftler. Hoffentlich ist da einer, der so hart im Nehmen ist wie ich. So, genau. Verwaltung, Wissenschaftler. Wir brauchen 9 Wissenschaftler. Wen haben wir denn da? 3, 7, 2, 3. Okay, wir nehmen sie hier. Erhöht alle Fähigkeiten um 1. Erhöht das Stresslimit um 4. Ja gut, Stresslimit finde ich jetzt nicht so wichtig. So, ne, wir haben immer noch den hier. Den kriegen wir im nächsten dann. Siehst du das, Claire? Ja, na klar. Dies ist unsere erste Gelegenheit für ein Leben. So, einmal... Das müssen wir sehen. Weise den Wissenschaftler, den du gerade eingestellt hast, Aufgabe starten. Zu. Sehr schön. Owen, bist du da? Du bist noch stumm geschaltet. Entschuldigung. Ja, gute Idee. Was haben wir zu verlieren? Naja, außer einem neuen Rekruten. Noah, das schaffen wir schon. So, dann machen wir mal... Bevor die Fernfangteams zurückkehren, sollten wir Gehege für die Saurier vorbereitet haben. Wie eine Art Willkommen so, zu Hause. So, da. Und die wollten, wie gesagt, nämlich hier Pflanzen, Früchte, Boden. So, dann machen wir alles schön hier hin. So, dann weisen wir noch das Team zu. Zuweisen und zuweisen. So. Und dann würde ich gerne noch 2 Galerien bauen. Einmal hier, weil ich weiß nämlich, dass die hier ganz schön hier durch die Gegend rennen. Oh, natürlich perfekt. Ja, wissen wir schon. Saurier transportieren. Bäm, 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 bäm. Sehr schön. So, dann einmal hier. Dann bauen wir den Weg hier noch. Hallo? So, du brauchst auch noch einen Weg. Ja, nicht verbunden, das wissen wir. Jetzt ist es verbunden. So, perfekt. Produktzustellung bestätigt. Produkt zugestellt. Ich weiß immer noch, was anhört. Produkt zugestellt. So, 1, 2. War das nicht 4? Ach, da kommt Nummer 4. Nachzügler. Oh, wie das ausschaut. Das war ja schon im letzten... letzten Folge, also beziehungsweise im ersten Video, wo ich aufgenommen habe, schon so darüber geschwenkt, wie so, oh, das arme Vieh. Höher fliegen, so ist das einfacher. So, die Stegos flitzen hier rum. Ich hoffe, dass denen es gut geht. So, sind gesichert. Und erledigt. So. Oh, das sind schon schöne Tiere. Kann man sagen, was man will. Ich würde so welche, also Stegos und Trikes würde ich schon echt gern meinem... Okay, wer beobachtet wen?
Ich verstehe nicht, Owen. Na, die Saurier beobachten doch sonst immer uns. Also sollten wir nicht sie beobachten? Ja, sollten wir. Sobald die Saurier in ihren Gehegen untergebracht sind, sollten wir Beobachtungsgalerien errichten. Das meinte ich. Aber du hast es gesagt. Kann man eigentlich ja Ansicht. Ich sehe kein Dino. Ja, die sind alle da drüben. Ah, es sieht schon krass aus. Vor allem, das ist ja... Dinosaurierarten sind so bekannt wie der archetypische Ceratops, die Triceratops. Oi. Aufi! Schutzraum! Leute, Schutzraum! Schutzraum! Los, auf! Alle! So bin ich nun mal. Nicht du. Ach so, die Saurier. Erzähl mir etwas Neues. Okay, wie wäre es damit? Ein riesiger Sandsturm bewegt sich auf uns zu und könnte die Einrichtung auslöschen. Ohne Strom wäre die Sicherheit der Saurier ernsthaft gefährdet. Okay, hör mir zu, Claire. Wir schaffen das. Habe ich dich jemals im Stich gelassen? Eigentlich nein. Und das wird auch so bleiben. Wir werden alles geschafft. Alle drin. Wir haben Schlimmeres überstanden. Oder? Alle drin? Alle drin, würde ich sagen. Und der Hubschrauber fliegt schon los. Ist ja lustig, dass er wieder abhaut jetzt. Ja, direkte Steuerung, das wäre sehr nett. Dass mich unsere aktuelle Lage sehr beunruhigt. So gern ich auch helfen würde, ich bin ein wenig eingespannt. Also, wer wird die Saurier beschützen? Und unser Personal? Ja, natürlich. Das versteht sich von selbst. Ich erwähne es trotzdem. Es wäre einfach nur eine Tragödie, diese Tiere wieder zu machen. Easy peasy. Und mit Tragödie meine ich einen großen finanziellen Verlust. Und natürlich eine Blamage für die Verantwortlichen. Menschen wie Sie? Nun, eigentlich genau ich. Wie vermeiden wir das also? Schritt 1, die Nachzügler einsammeln und alle Saurier wieder in die... Easy peasy. Ist eigentlich schon fast erledigt. Alles klar? Ja, den Plan kann ich befürworten und später die Lorbeeren dafür ernten. Ja, Lorbeeren ernten. Dann kannst du einen Buckel runterrutschen. So, die reparieren jetzt den Zaun. Zaun ist repariert. Kann wieder rein. Also sind viele Elemente noch aus dem ersten Spiel. Da muss man sich keine Sorgen machen, wer es kennt. So, dann machen wir alle Schutzräume wieder zu. Was halt ein bisschen nervig ist, ist das hier. Dass hier der Stromverbrauch über die Notfallgeneratoren gesteuert wird. Das ist ein wenig nervig. Cool ist natürlich, dass jetzt die Fahrzeuge zum größten Teil selber ausrücken. Zum Beispiel der Hubschrauber, um das Auto zu schützen. Jetzt liegt er schon wieder zurück. Bist du spät losgeflogen, mein Freund. Ja, das wird im Laufe des Spiels wird das wahrscheinlich besser. Man kann ja hier ausbauen. Was ich sehr gut finde. Ich meine auch, dass das Gebäude früher zweigeteilt war. Dass der hier alleine war und der hier alleine war. Die Rangerstation war damals ein eigenes Ding. Man kann ja später auch ausbauen. Das habe ich ja schon gesehen im zweiten. Aber so, dass alle Saurier im Gehege sind. Ja, der sitzt da und chillt sein Leben. Oh, das sieht so cool aus, wenn er so sein Leben da chillt. Das sieht so cool aus, wenn er da so liegt. Wieso fehlen da Fels? Du hast genug Fels. Okay, ist eh egal jetzt.
Fortsetzen, ja. Mission abgeschlossen. So, dann gehen wir mal gleich in die nächste Mission. Arizona war sicher. Die Saurier waren sicher. Finch und die Naturschutzbehörde hatten alles, um die Bürokraten fernzuhalten. Für den Moment. Aber die Zukunft war etwas ganz anderes. Sehr schön. Hallo, Traumvelociraptor. Das war Jurassic Park 3. So, jetzt wird's kalt. Boah. Ich wünschte, wir hätten mehr Zeit, um dich einzuweisen. Aber wie du weißt, ist die Situation im Fluss. Unsere kanadischen Freunde sind besorgt, dass einige der Tiere die Grenze überqueren könnten. Das wollen wir auf jeden Fall verhindern. Wir, das ist die CIA. Meine Sektion ist die AGA, die Abteilung für gefährliche Arten. Ich bin Dr. Dua. Ich verfüge über umfangreiches Wissen in Paläoforschung auf genau diesem Gebiet, bei Jurassic World und an anderen Orten, über die ich leider nicht sprechen darf. Aber also muss ich uns erschießen. Viele von den Leuten, die hier arbeiten. Ein wilderer Lager. Oder was davon übrig ist. Amateure. Sie haben es nur geschafft, dass sie selbst und andere umgebracht wurden. Und unsere Arbeit noch viel schwieriger gemacht. Okay, so, jetzt müssen wir mal ein paar Kanus einfangen. Die Saurier sind immer noch unruhig, Dr. Dua. Sie zu betäuben scheint zu diesem Zeitpunkt die beste Option zu sein. Okay, so schnell und so sicher wie möglich. Ja, drüber geschossen. Getroffen. Okay, das ist Nummer uno. Ah, Mensch. Du Stinkstiefel, bleib stehen. Treffer. Sehr schön. Gut, so, jetzt müssen wir erstmal hier. Angestellte. Wie mich. Und wichtige Gebäude, ohne die nichts rund läuft. Bauen Sie also für den Anfang ein Eingangsgebäude, ein Kontrollzentrum und einen Notfallgenerator für die Stromversorgung. So, dann reißen wir mal alles ab hier. Dass wir hier abreißen. Bäm. So, dann sind wir hier schon mal ein bisschen weiter. Okay, dann fangen wir mal an, hier zu bauen. Ich würde gerne so weit wie möglich hier drüben bauen, weil ich weiß schon, dass wir im Verlaufe noch ein Dino kriegen im Laufe. So, deswegen würde ich gerne das so weit. So, wo fangen wir denn an? So, dann gehen wir mal hier ran. So, ist der eine schon mal hier. Das ist natürlich jetzt blöd. Was der jetzt da liegt. Okay. Ich würde sagen, wir machen erstmal das Gehege so zu hier. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, wir kriegen nur noch. So, einmal da. 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 So, dann haben wir das schon mal zu. Wir machen einmal ein Tor hier hin. Und ein Tor hierhin. So, dann machen wir hier einmal das Wasser weg. Hier machen wir ein Wasser hin. Da machen wir nochmal ein Wasser hin, dass die wirklich was zu saufen haben. Ich würde gerne dann einmal eins hier haben und einmal eins hier haben. So, und einen hier und einen hier. So, jetzt können wir uns darum kümmern, dass wir die Anlage bauen können. So, erstmal zwei Stromgeneratoren bin ich dafür.
Einer kommt auf jeden Fall. So. Einen hierhin. Und einen möchte ich noch hier zur Vorsicht haben. So, und jetzt brauchen wir einen Ankunftsort. Der kommt dann hier hin. Unterstützungsanlage machen wir. So, hier hin. Und einmal die medizinische Anlage können wir auch schon mal bauen. Die werden wir nämlich im Nachhinein brauchen. Ich hoffe, dass wir das registriert. So, und natürlich einen Bunker. So, perfekt. Gut, dann bauen wir Wege. Ach, das Kontrollzentrum habe ich ganz vergessen. Oh je. Das Kontrollzentrum muss ich ja auch noch bauen. Wo baue ich denn das jetzt hin? Habe ich noch einen Platz dafür? Ja, müsste ich da eigentlich hier irgendwo noch Platz hinkriegen. So, machen wir den hier erstmal hin. So, dich dahin. Du hierhin. So, du dahin. Wo ist deiner? Deiner ist hier. So, sehr schön. Dann brauchen wir jetzt noch das Kontrollzentrum. Wo ist denn das Kontrollzentrum? Ne, das ist nicht. Kontrollzentrum. Jo, super. Dann machen wir das mal hier hin. Da sollte es ja noch hinpassen, oder? Jupp. So, du kriegst erstmal was zu saufen. Du kriegst noch was zu saufen. Und dann brauchen wir hier nochmal einen Stromgenerator, weil das reicht ihm leider hier nicht. So, und natürlich ein Weg. So, geschafft. Auffüllen bitte. Gar nicht schlecht, danke, wenn ich das mal sagen darf. Und ich darf das. Wir brauchen aber auch eine Unterstützungsanlage. Unterstützen Sie die Bauarbeiten, so gut es geht. Haha. Haha. Ich lach morgen. Ist okay? Ich mach morgen. So, ich würde gerne erstmal das hier zuweisen. Die Saurier in die neuen Gehege bringen. Zuweisen. Die wir bereits so gefangen haben? Ja, korrekt. Und sie sollten wach sein und sich zuweisen. Zuweisen. So, den hier bitte einmal. Kann ich das direkt hier zuweisen? Ne, kann ich hier nicht zuweisen. Okay, wir brauchen noch Futter. Fällt mir gerade ein. So, einmal hier. Einmal hier. So, du kriegst dann einmal hier und einmal hier. So, jetzt müssen wir noch die Kanus. Die würde ich jetzt gerne einmal ein wenig umplatzieren. Da hinten hin. Der Vorteil ist, dadurch werden die auch dann wach. Das heißt, wir können dann hier jetzt nämlich auch den Zaun dann ziehen, dass die Gehege hier einmal separiert sind. Na komm, geht mal ein bisschen schneller hoch. Sehr schön. So, Gehege separiert. Sehr schön. Und dann können wir gleich auch schon mal hier weitermachen. Weil das, was wir an Tierchen hier bekommen, der will definitiv nämlich viel, 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 viel mehr Wald. Definitiv. So, und die wollen hier. Oh, was hatten die? Die wollten Sand haben, ne? Schneetextur, Sandtextur. Okay. Denen war hier nämlich zu wenig Sand.
Das weiß ich nämlich noch. Produkttransport beendet. So. Zuppi. Zufrieden. Ah, jetzt müssen wir noch warten, bis die Zeit abläuft. So, tickern wir die Zeit mal ein bisschen schneller runter. Boah, wir haben ganz schön viel Kohle weggehauen. ja, genau, jetzt es kommt das. Gefährliche Tiere. Das stimmt, Mr. Finch. Wir wissen, wo sie waren. Aber jetzt, Mr. Grady, müssen wir herausfinden, wo sie sind. Wenn ich meine Saurier kenne, würde ich sagen, sie sind da lang. Und kennen Sie Ihre Saurier, Mr. Grady? Besser als sonst jemand. Aber dies sind nicht Ihre Saurier. Boah, driften. Und da werden Sie mir wohl einfach vertrauen müssen. Da ist das nächste. Dass ich irgendwas versprechen würde. So, gib Gas. Deutet in diese Richtung. Boah, ja, richtig driften hier. So, da halten wir gar nicht großartig erst an. Wir geben gleich Gas. Da kenne ich noch jemanden. Ja, echt? Dr. Malcolm? Denn der Kerl? Owen, ich glaube, Claire meint dich. Aber auch egal. Ja, ein gewisser liebenswürdiger Tierverhaltensforscher mit ganz besonderer Bescheidenheit. Bescheiden. Hallo, Star-Lord. Ich glaube, wir sind nah dran. Mhm, wir sind nah dran. Sei einfach auf alles gefasst, okay? Aber schön, wie wenig Schnee jetzt hier ist. So, wo warst du? Wo waren das Dinge? Ach da. So, Zwischensequenz. Sei schnell, aber nicht zu schnell. Du löst den Langdistanz-Ding aus. Bewegung, los! Schnell, aber nicht zu schnell. Wie soll man das? Wie soll das funktionieren? Was ist los? Ich bin gerade beschäftigt. Sagen Sie mir, dass alles unter Kontrolle ist. Soll ich lügen? Ja. Okay, ich sage, dass es alles unter Kontrolle ist. Das ertrage ich nicht. Wir arbeiten daran. Könnte ich bitte den Hubschrauber kriegen? Das wäre sehr nett. Danke. Wir haben einen Hubschrauber bereitstehen, der versuchen wird, das Tier aus der Luft zu betäuben. Versuchen? Versuchen? Wir brauchen einen Erfolg, Dr. Dua, ehe es Grady und die anderen frisst. Bitte sagen Sie das nicht. Sie glauben an das Tier, nicht wahr? Wollen Sie, dass ich lüge? Kibum. Ach, das war jetzt so schwer. Das war jetzt mega schwer. Wir sind nah dran. Wir haben fast alles unter Kontrolle, aber das Tier ist verletzt. Wir müssen sie zur Beobachtung und Behandlung in ein sicheres Gehege bringen. Ich informiere Dr. Dua. Ja, so. Oh, wei, oh, wei. So. Was heißt hier versperrt? Ach, da war der Futterdinger. Ja, sehr schön. So, dann müssen wir nur noch Zeit ein bisschen hochstellen. Unser Jeep ist ja schon wieder zurück. Das ging ja richtig schnell. Ah, nee, das ist gar nicht der Jeep. Der Jeep ist ja hier. Mal sehen, wo er angeflogen was ist kommt. Mit den Pflanzenfressern? Was ist mit denen? Sie können bleiben, solange sie da ist unser Hubschrauber. Fernhalten. Sie überleben auch ohne unser Eingreifen in der Wildnis, nicht wahr? Wenn sie Zeit haben, sich anzupassen, dann ja. Ich schätze, daran werden wir uns alle gewöhnen müssen. Saurier, da draußen in freier Wildbahn. Sind das Ihre Worte oder die der Regierung? Ich bin die Regierung. Hat er sich an uns vorbeigeschlichen? Ich glaub's nicht.
So, Allosaurus ist da. Sehr schön. Ich habe ja in der ersten Folge habe ich ja auch bemängelt, dass wir halt hier genauso wie vorher. Jetzt kommt der, jetzt fängt der Schnee an. Das ist doch nicht dein Ernst. Dass der Schnee, dass wir hier genauso eine Begrenzung haben wie im ersten Teil. Ich habe noch nicht gesehen, wie es in Sandbox ist. Ich hoffe, dass es da besser ist. Geht mal aus dem Weg. Ruhe. Alle aus dem Weg. Wo ist er jetzt hin? Da hinten ist er. Okay. Dann einmal medizinischer Scanner, bitte. Ja, ich weiß. Okay, wir müssen abhauen. Der will uns nämlich jetzt. Der hat was gegen uns. Selber schuld. So, dann werden wir mal aber den hier. Direkte Steuerung bitte. Wo willst du denn hin? So, wir haben doch schon Startungsprüfung vorgenommen. Willst du mich veräppeln? Ach, die normale Startungsprüfung. Stimmt ja. Zuweisen. Zuweisen, das hatten wir ja vergessen gehabt. Ich hoffe, dass wir das jetzt automatisch machen. Okay, dann hauen wir mal Turbo-Modus rein. Okay. Ich brauche eine paläomedizinische Anlage, um den Zustand des Sauriers zu beurteilen. Okay, der ist jetzt ein paar Sekunden bewegt. Ich will verstehen, was da schiefgelaufen ist, damit so etwas nicht noch einmal vorkommt. Okay, dann müssen wir warten, bis der abgelaufen ist. Der Timer vorher können wir den nicht wegholen. Der wacht eh gleich wieder auf. Okay, komm, wach wieder auf, dass der Timer abläuft. Dann können wir dich dann nämlich... So. Manchmal muss jemand Neues ein Problem angehen. Stellen wir einige Wissenschaftler ein, die diese Tiere diagnostizieren können. So, wen haben wir denn? Sie sich mit dem MVU auskennen und medizinische Scans bei Sauriern durchführen können. So, medizinisch. Ich würde gern mit am meisten medizinisch, das bist du, ne? Ja. Dann holen wir dich. Einmal bestätigen. So, dann haben wir das auch erledigt. Wir müssen den Dino schlafen legen. Ich empfehle Beruhigungsmittel, aber wie Sie wollen. So, Aufgabe hinzufügen, betäuben. Das wäre sehr nett. Und dann kannst du hier... Triffst du überhaupt? Sehr schön. Dann hauen wir den nämlich gut hier hin. Jetzt, da wir den Saurier vorübergehend unter Kontrolle haben, so, Aufgabe starten. Sehr schön. Können. Ich bin mal gespannt. Beim letzten Mal ist der ein klein wenig hier rumgebackt. Ob das jetzt wieder passieren wird. Wo ist der Hubschrauber? Da ist er. Echt? So, jetzt bin ich mal gespannt. Der hat nämlich ganz schön rumgebackt das letzte Mal. Der ist hier dran hängen geblieben und hier fast durch das ganze Feld geglitscht.
Zumindest mit dem Schwanz ist er. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt gleich. Der Schwanz kommt an. Da wieder passiert. Oh mein Gott, und er hört noch nicht mal auf. Das ist das Schlimmste. Endlich liegt er still. Endlich. Der arme Kerl, dem ist alles gebrochen worden. Oh, das war ja noch schlimmer als beim letzten Mal. Sehr schön. Ja. So, Behandlung erfolgreich und wieder ab nach Hause. Bei mir klappt das immer. Bei den Sauriern vermutlich auch. Da haben Sie ganz recht. Meine Ex sieht das anders. Hm. Ja, wie auch immer. Transportieren Sie das Tier sicher in sein bequemes Gehege, ja? Also Finch, ich will nicht wissen, wie deine Ex ist. Das interessiert mich ein Schrott. Da ist er wieder, da steht er doch wieder, der kleine, hübsche, hallo. Fehlender Wald, immer noch. What? Noch mehr Wald? Sag mal, ich hatte dir doch Wald gebaut gehabt. Besser jetzt? Immer noch nicht. Jetzt. Hast du den Wald nicht gesehen, oder wie? Frag mich ja, ist der sehr zu sehen? Ja, da hinten. So, dann haben wir das auch erledigt. Und wir sind durch mit der zweiten Mission, die wir ja schon geschafft hatten eigentlich. Gut, ich würde sagen, wir machen noch eine dritte Mission, dass wir in den Blindflug kommen, weil... Dann haben wir wenigstens ein bisschen mehr davon. Dass sich die Saurier im Wald gut entwickeln können. Zuerst glaubte ich, dies sei das Beste. Dann haben wir realisiert, dass Wälder ein Fünftel der Landmasse der USA ausmachen. Und fast 40% von Kanada sind Wildnis. Mit der Naturschutzbehörde und der CIA haben wir dafür gesorgt, dass sich die Saurier wohlfühlen. Mitten im Wald. Ich hoffe, die Verantwortlichen wissen, was sie tun. Denn die Saurier wissen das. Definitiv. So, Pennsylvania, das ist jetzt ein Blindflug ab sofort. Mama hat ein bisschen länger. In der nächsten Folge werde ich dann... Die Art des Fliegens, was? Privat. Weit weg vom Trubel der Öffentlichkeit. Keine neugierigen Blicke, die stumm Fragen stellen, die ich nicht beantworten will. Nun nennen Sie mich verrückt. Es wäre nicht das erste Mal. Aber wir müssen unsere Geschäfte zentralisieren. Darum habe ich diesen Ort gewählt. Gut, ich habe ihn nicht selbst ausgesucht, aber ich war daran beteiligt. Ich habe das Memo bekommen. Die Appalachen sind seit jeher ein Ort, an dem Menschen quasi verschwinden können. Ob allein oder mit Hilfe. Warum also nicht auch die Saurier? Okay, allein oder auch mit Hilfe? Sehr interessant. Ein paar Strippen ziehen, ein paar Leute schmieren, ein paar Arme verdrehen und zack, schon hat die Naturschutzbehörde eine neue Operationsbasis. Wir müssen uns beeilen, wenn wir diesen Ort auf etwas vorbereiten wollen, mit dem er seit 65 Millionen Jahren nichts mehr zu tun hatte. Das Grundgerüst ist fertig. Aber bevor die mit Fleisch und Blut Besudelten ankommen, muss alles funktionieren. Owen und Claire sind vor Ort und haben mehr Infos für sie. Dr. Dua koordiniert ihre Aktivitäten. Und ich werde die Erwartungshaltungen verwalten und eine Armlänge Abstand von den Fleischosauriern einhalten. Moment, Armlänge Kanosaurier. Ist etwas zu groß gedacht. Wir brauchen hier eventuell noch etwas Hilfe. Mr. Lambert?
Ich bin einsatzbereit. Sagen Sie, wann es losgeht. George Lambert ist ein erfahrener Ranger. Er hat mit uns auf den Inseln gearbeitet und ist nun bei der Naturschutzbehörde. Er und Owen übernehmen die Saurier und wir die Anlagen. Demnächst bekommen wir eine ganze Reihe bereits gefangener Tiere rein. Verzögerungen sind inakzeptabel. Verstanden. Wir beginnen mit dem Bau von weiteren Gehegen. Wir fangen sie, du packst sie ein. Ja, schön, dass ihr sie einfangt und ich sie einpacken darf. So, okay, dann haben wir schon mal das erste Carnosaurus-Gehege und ich möchte hier schon mal einmal einen Stromgenerator hier in der Nähe hinstellen. Den machen wir hier hin. Haben wir hier auch schon einen Stromgenerator? Wie viel ist hier drin? Ah, war ja klar. Ich dich auch. Es war so klar gewesen. Okay, Wegbau ist hier ein wenig bescheiden, würde ich sagen. Aber wir haben schon mal zumindest eine Ranger-Station. Das ist die halbe Miete. Wir haben aber keine Schutzstation. Ja, die bauen wir direkt da hinten hin. Ich würde sagen, wir bauen einmal eine. Schon mal hier. Ja, das müsste reichen. Dich. So, einmal hier. Und dann gehen wir mal hier runter direkt. So, und sehr schön. Dann haben wir das nämlich auch schon erledigt. So, die ist fertig. Du kriegst nochmal Futter dazu. Danke. So, dann werden wir hier schnell Wasser reinmachen. Die sind aber auch schnell unterwegs, habe ich das Gefühl. So, wir brauchen hier einmal Ziegen, einmal normal Futter da. Die Kanus werden gleich kommen. Gehege, ja, Saurier transportieren. Eins, zwei. Sehr schön. Dann hauen wir mal hier an. Ein paar Neulinge, die Nahrung und Unterkunft brauchen. Ich empfehle, diese Saurier genau zu beobachten, bis sie sich richtig eingelebt haben. So, einmal hier in der Wildnis. Zäune werden ihnen nicht gefallen. Zufügen. Okay, wir stellen keine Mutmaßungen an und achten auf die Details. Gut. So, die wollten Sand definitiv haben. Immer dazu lernen. Das darfst du beim Bau eines neuen Sauriergeheges nicht vergessen. Sicherheit hat Priorität. Sandtextur. Für sie und für uns. So, und ich würde gerne die, dann können die Saurier einziehen. War das alles, Doc? Bäume hier ein wenig entfernen. So. Und dafür hier Sandtextur reinmachen. So. Und ich würde sagen, wir haben schon einen Komfort. Sehr schön. Die Kanus sind im Gehege. Oh, der Hubschrauber ist gestartet. Interessant. Zufrieden. Sehr schön. Da haben wir ja schon draus gelernt, aber was ich halt... Was ist? Achso, Bedrohung. Ja, gut. Was heißt hier Gefahr für die Gäste? Was heißt hier Gefahr für die Gäste? Wieso Gefahr für die Gäste? Wieso Gefahr für die Gäste? Der Zaun ist doch komplett zu, oder? Upsi! Upsi! Jetzt sind sie im Gehege. Ich wollte gerade sagen, irgendwas fehlte da noch. Okay. Das war jetzt natürlich sehr... Ja. Okay, dann sind wir aber auch schon darauf hingewiesen worden. Hey, du solltest Sicherungsgebäude bauen. Das heißt, wir stellen jetzt eins hier hin. So, haben wir denn eigentlich schon... Nee, haben wir noch nicht, ne? Wo stellen wir dich denn hin? Verlängern wir... warte mal, hier ist was gebaut. Das heißt, wir können hier eigentlich... Ankunftsort ist noch nicht da. Kontrollzentrum haben wir schon. Unterstützungsanlage, paramedizinische Personalzentrum, Wissenschaftszentrum. Ja, das ist gut zu wissen.
So, dann würde ich mal aber sagen, ich baue erstmal. Na komm, ich baue mir hier nebenhin. Ich baue mir hier hin. So, dann bauen wir das. Wird uns zwar jetzt ein bisschen was kosten. Und wir bauen das Wissenschaftszentrum direkt hier dran, würde ich sagen. So, da haben wir das auch. Perfekt. Dann haben wir das auch schon gebaut. Also wir haben auf jeden Fall wesentlich mehr Platz jetzt hier, wenn ich das richtig gesehen habe, oder? Ja, definitiv. Oh, Allosaurier. Okidokiloki. Wie machen wir das denn jetzt hier? Die machen wir, würde ich sagen, dann den machen wir hier hin. Würde ich mal so grob fahrlässig sagen. Direkt hier neben dran. Was ist denn das manchmal, dass der dann nicht richtig einrastet? Hat das jetzt genommen hier? Ja, hat er. Sehr schön. Dann machen wir einmal dich hier hin. Dann möchte ich einmal eine Besuchsanlage hier haben. Bitte in die Richtung. Kein Strom. Was heißt hier kein Strom? Wer hat denn hier keinen Strom? Okay, da. Die sind aber auch schnell hier unterwegs, habe ich das Gefühl. Ich würde gerne bitte ein paar Bäume hier entsorgen. Das wäre sehr nett. Nicht viele, aber halt ein paar, dass wir hier ein wenig Wasser bauen können und dass wir hier einmal Futterstation hier, einmal Futterstation da. Dann brauchen wir noch Gehege dich. Da. Ja, gut, Weg nicht verbunden war ja klar, das machen wir ruckzuck. So, einmal. So, haben wir. Sehr schön. Dann weisen wir dir hier noch ein Team zu. Einmal, zweimal, dreimal. So, haben wir hier. Ah ja, wusste ich doch. Saurier transportieren, bitte dahin. Danke. Ich weiß nicht, ob So, ich mich hier hier wirklich jemals zuweisen. wohlfühlen werde, aber die Weißkittel wollen, dass es den Sauriern gut geht. Sie sollten das nicht aus dem Blick verlieren. Okay, das ändert sich nicht viel. Forschung ansehen. Was könnten wir denn gebrauchen? Gehegeforschung. Strukturen erforschbar, Infrastruktur. Ich würde gerne den hier nehmen. Ach so, kann ich nicht. Muss ich beide doch machen. Na gut, dann sollen sie beide. So. Wie schaut's aus? Bist du denn schon da, mein Hübscher? Ne, bist du noch nicht. Ist noch nicht da. Wald hat er genug. Da sollte er sich nicht so sehr beschweren, denke ich mal. Er kann sich hier schön verkrümmeln. Da ist ja ein Weg. Ah, nee. Das war der Zaun. Läuft. Beobachtungsgalerie sollte kein Thema sein. Er muss ja zum Wasser und zum Fressen. Was? Fahrzeug gefährdet? Ja, von mir aus. Ist wahrscheinlich hier. Stimmt's? Das habe ich gesagt. Ja, easy peasy. Die sind schon unterwegs. So, der ist in einem Gehege. 1,30. Interessant, dass das nicht weiter tickert. Wahrscheinlich tickert das dafür erst weiter, wenn das hier abgetickert ist. Sehr schön. Effizienz-Upgrade. Sehr schön. Nee, das wollte ich jetzt nicht. Ah, jetzt tickert's. Sehr schön. So, was haben wir denn noch? Forschung ansehen. Ich würde gerne den hier weitermachen. Noch machen.
Und Aufgabe starten. Bitte, danke, tschüss. So, Effizienzmodul. Können wir dann hier frei... Ne, können wir nicht. Effizienzmodul. Wo können wir das denn hinreimen? Das Sturmabwehr. Ah, das dürfte wahrscheinlich hier reingepasst. Ne. Okay, nein. Nein. Kein Effizienzmodul. Interessant. So, was ist hier? Nein. Okay. Ja, gut. Wir werden noch schnell hier mal vorsichtshalber noch ein hinbauen. Sicher ist sicher, weil hier ist ja alles rot. So, wir werden auch gleich garantiert den nächsten... Die nächsten Dinos bekommen bestimmt die... Wir werden jetzt wahrscheinlich alle Dinos durcharbeiten, die wir vorher in der Mission, in den zwei Missionen bekommen haben. Es ist im Endeffekt, die Kampagne ist irgendwie wie so ein leichtes Tutorial fast. Sehr schön. So, dann gehen wir nochmal auf die Forschung. Wo haben wir es denn? Forschung, Forschung, da ist die... Nee, Anlage nicht verfügbar, da ist die Forschung. So. Dann würde ich gerne den nächsten nehmen. Unzureichende Fähigkeiten. Okay, da haben wir viel zu wenig für. Dann gehen wir zurück. Dann gehen wir mal hier drauf. Das ist Effizienz. Arten verbessern. Gebäude-Upgrade. Verschiedene Kosten senken. Die verhindern, dass durch Stürme Schaden nehmen. Upgrade, ja, das ist mir egal. Okay. Gut, dann machen wir jetzt trotzdem das. 1, 2 und 3. Sehr schön. So, der Allosaurus ist zufrieden. Der Allosaurus krümmelt sich hier vorne rum. Ich sehe noch nicht mal gerade. Doch. Naja, wo ist er denn? Die Saurier scheinen sich an ihre neue Umgebung zu gewöhnen. Personalzentrum, okay. Aber ich möchte sicherstellen, dass sie nicht einfach nur überleben, sondern auch wachsen und gedeihen. Okay, Personalzentrum, das ist das hier. Hervorragende Exemplare unter optimalen Bedingungen haben. Deshalb möchte ich, dass du ein Wissenschaftszentrum baust und in Betrieb nimmst. Dafür kann ich das hier reinballern. Also besser auch ein Stabzentrum. In der Wissenschaft geht es nicht um die Daten, die wir sammeln und analysieren. Müll rein, Müll raus. Das wollen wir vermeiden. Besonders wenn man die Investitionen bedenkt, die bereits in diese Saurier getätigt wurden. Die CIA will Ergebnisse. Okay, dann hauen wir dich hier hin. Ende der Diskussion. Ja, kriegen sie doch auch Ergebnisse. Brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. Alles kein Thema. Ergebnisse kriegen sie. Und da ich nicht blöd bin, Ruhe. Und wir Platz genug hier noch haben, werden wir das hier auch noch einbauen. So, dann haben wir hier... Okay, wir haben das nächste Upgrade. Das heißt hier, Wissenschaftlern gewährt. Die müssen ja 2 Trainingspunkte. Okay. Können wir aber noch nicht aufmachen. Bau dieses... Ah, Personalzentrum. Okay, dann warten wir, bis das Personalzentrum gebaut ist. Dann können wir das auch machen. So, wie lange brauchst du noch? Sehr schön. Lambert hier. Wir könnten echt ein Expeditionszentrum gebrauchen. Ja, das bauen wir als nächstes. Aber ich würde gerne dann das Personalzentrum jetzt bauen. So, Wissenschaftlern. Eieieiei. So, Aufgabe starten. Das sollen die gerne beide machen. So, was haben wir jetzt? Wir brauchen jetzt, was hat er gesagt? Wir brauchen einmal ein Expeditionszentrum. Das können wir eigentlich dann auch hier hinten, oder? Machen wir das direkt hier hin. Ne, wir machen es direkt hier auf die gegenüberliegende Seite. Dass wir das alles so zentral wie möglich halten. So, einmal hier hin. Nein. Wege. So. So, auch erledigt.
Genau, der war fertig. Den füllen wir auf. Sicher ist sicher. Oh, wir haben gar nicht mal mehr so viel Kohle, sehe ich gerade. Na gut, 921, das geht ja. Okay, Dr. Dua und Finch bekommen wahrscheinlich Druck von oben. Sie wollen, dass noch mehr Tiere eingefangen werden. Überprüfe die Expeditionskarte und sende ein Fernfangteam aus. Ich werde sehen, was ich tun kann. Okay, dann... Okay, wir machen das später, weil... Ich würde gerne hier bei dem hingehen, beziehungsweise hier. Okay, dann können wir jetzt einen neuen hinzufügen noch. Okay, können wir. 408, ja, so. Logistik, Genetik. Wohlbefinden. Der ist gar nicht mal so schlecht vom Wohlbefinden her. Okay, dann holen wir den mal. Können wir noch einen hinzufügen? Ich würde jetzt gerne noch einen mit höherer Genetik. Ne, finde ich jetzt nicht so. Oh, das kostet 100.000. Das ist nicht gut. Okay, lassen wir das erstmal. Ausruhen. Ausruhen, sehr schön. Personaloptionen, nee. Nee, da wollt man nicht hin. So, dann können wir doch bestimmt hier irgendwo... So, wir haben das. World Upgrade, wir haben das. Okay, der ist... Gut, die sind sich noch am Ausruhen. Könnte das möglich sein? Wie funktioniert das jetzt mit den denen? Ja. Wie lange ruhen die sich denn aus? Ach du je. Oh, ist ja interessant. 2,26, das sind 2 Minuten. Ne, hoffentlich nur zwei, wirklich nur 2 Minuten 25. Okay. Ja, gut, dann werden wir mal doch das Expeditionsteam mal. Expeditionskarte. Haben wir da jemanden, den wir da hinschicken können jetzt? Oder ist ja nur der hier, ne? Oh, er kann hinfliegen. Er hat noch zwei. Er hat schon zwei. Anken! Oh, cool. Okay, die gute Nachricht zuerst. Unsere Fernfangteams hatten einige Erfolge. Wir haben einen stetigen Nachschub an Sauriern für unser Kontrollzentrum. Das gefällt mir. Saurier von einer möglichen unkontrollierten Begegnung mit der Öffentlichkeit abzuhalten, gilt für mich als hundertprozentiger Gewinn. Und jetzt die schlechte Nachricht. Die bekomme ich gar nicht gern, aber das Austeilen macht irgendwie Spaß. Diese Tiere kommen mit einer unbekannten Krankheit an, die wir schnellstens in den Griff kriegen müssen. Und zwar ZZ, ziemlich zügig. Dr. Dua? Wir können die Krankheit per Scan von unserer mobilen Veterinäreinheit aus diagnostizieren. Wir haben das schon bald unter Kontrolle. Das ist gut. Dann an die Arbeit. Dann bereiten wir das schon mal für die Anken vor. Oh. Interessant. Okay, so, dann machen wir hier. Machen wir den hier hin. Sehr schön, dann kommt hier noch der Eingang auf die Seite. Und hier können wir, denke ich, mal einmal in die andere Richtung, bitte. So, perfekt. So, und hier machen wir mal die
Bäume weg hier bitte. So, und einmal bitte hier Wasser. Und wir brauchen hier einmal Gehege, einmal... Danke, sehr schön. So, und bitte zuweisen, zuweisen, zuweisen. Ich würde auch fast... Na, wir lassen es erstmal so. So, einmal den Weg hier hin zuweisen. Sehr schön, haben wir auch. Gut, Statusprüfung. Komfort ist... wo ist er denn? Der ist noch unterwegs, ne? Ja, da kommt er. So, direkte Steuerung. Das wäre sehr nett, weil ich würde gerne die Anken nämlich mehr unter die Lupe nehmen. Oh ja. Ich glaube, da ist ein wenig kaputt was. So, einmal bitte. Okay, zu wenig Fruchtboden. Okay, das war nämlich das, was ich wollte. Zu wenig Fruchtboden. Was noch? Okay, nicht diagnostiziertes Leiden. Die kommen jetzt auch an. Sehr schön. Das heißt, wir kriegen das erstmal. Dann können wir eigentlich einmal gucken, was haben wir denn an... Okay, wir haben... Das ist das Einzige, was offen ist, die zwei... Dann werden wir das mal, würde ich sagen. Oh, sehr schön. Da sollte reichen. Und ihr. Du kannst den da, mit dem da zusammen machen. So. Sehr schön. Dann sind beide gleich am Arbeiten. So, zu wenig Früchteboden. Das ist das geringste Problem. So, Futter. Nee, Früchteboden. Obst und Nutzpflanzen. Du musst das verstehen. Früchteboden. Owen und ich sind bei diesem Projekt dabei, weil wir das Beste für die Saurier wollen. Wir wollen nicht, dass sie ausgenutzt oder manipuliert, verändert und beeinträchtigt werden. Sie verdienen eine Chance auf Leben, genauso wie jedes andere Lebewesen. Vielleicht sogar noch mehr, weil das Wunder der Wissenschaft ihnen eine zweite Chance gab. Also, forschen, ein Heilmittel. So, ich würde sagen, sehr schön. Oder die Saurier sterben. Erneut. Und nein, das wird nicht passieren. So, gut, wir müssen jetzt eh erstmal warten, bis die da fertig sind mit der Forschung. Die sind ja alle beide am Arbeiten. Gut, dass ich beides in Auftrag gegeben habe. Dadurch haben wir sie auch schneller zur Verfügung. Ja, wissen wir. Ist okay, ist okay. Ist wie im ersten Teil, nur dass das ein bisschen anders da ist. So, wird ja gerade beides erforscht. Mal sehen, welcher zuerst fertig ist von dem hier. Das ist der hier. Ah, gut, der braucht ein bisschen länger als der hier. Gut, dann müssen wir nochmal warten. 24 Sekunden, noch 20 Sekunden, dann haben wir das auch erledigt. So, dann können wir nämlich auch gleich... nee, dich will ich nicht. Ah, du, sehr schön. Einmal. Und... Perfekt. So, Aufgabe hinzufügen. Einmal hier und einmal hier bitte. So. Sehr schön. Ab die Post. So, dann würde ich aber auch gerne hier mal hingehen. Wo zum Geier? Den haben wir. So, mehr können wir nicht freischalten gerade. Nee. Mich würde interessieren, wo denn... Okay. Gebäude-Upgrades. Fahrzeuge. Ah, warte mal. Aha, erst da. Das heißt, wir müssen uns hier erstmal durcharbeiten. Das ist ja interessant.
Dann hauen wir euch beide hier rein. Das reicht nicht. Ja, dann arbeitet ihr alle da dran. Das ist mir auch egal. Oh, nee, echt? Der Kano auch? Das ist doch wohl ein Witz jetzt, oder? Was greift das hier um sich? Okay, fährt er schon dahin zum Kano? Ja, die fahren schon dahin, das ist gut. Treibstoff. Ah, okay, auffüllen. Auffüllen. Sehr schön. Okay, die sind am Arbeiten. Wo ist eigentlich unser Allo? Wo ist eigentlich unser Allo hin? Dass sich so sehr im Wald hier versteckt. Ach, ganz da hinten. Der chillt hier hinten rum. Ah, oh, sehr zufrieden. Sehr schön. Ja, können. Wasser, Nahrung ist ein bisschen wenig. Oh, das sehe ich ja jetzt erst. Was ist denn das hier für ein komische... Was ist denn hier los? Okay. Gut. Dr. Duhr, Lambert hier. Ich habe erfahren, dass wir unsere Fangquoten steigern sollen. Können Sie das bestätigen? Ja, das ist korrekt. Dann schauen wir mal. Was haben wir hier? Hier kriegen wir Barrys. Dinos, Sinoceratops, Diplodocus, verstanden. Meine Teams sind Taurus, Brachiosaurus. Viele Ziele, die wir reinholen können. Okay, wir fangen klein an. Wir holen, wir müssen ja die hier schicken. Dies wird eine fortlaufende Mission für uns sein. Okay, wir brauchen da ein bisschen mehr. Nee, du kannst mir nicht helfen. Dich brauchen wir dann. Ja gut, dann schicken wir euch los. Okay. Das heißt, wir können jetzt hier... Okay, ich hoffe, dass wir hier nicht so Sturm brauchen. Haben wir hier denn auch schon was wir reinpacken können? Ne, nur die Sturmabwehr, ne? Ja, das möchte ich jetzt nicht benutzen. Was haben wir hier? Können wir hier schon was freischalten? Ne, nur die Sturmabwehr. Wow, was war das denn jetzt? Ah. Gebäude-Upgrades. Ja. Ist okay. Kannst du? Ne, du kannst nichts upgraden. Kannst du? Du kannst auch nichts upgraden. Halt, wir können mal gucken, wie sieht es denn eigentlich aus mit unseren Schutzräumen? Da hinten sieht es schlecht aus. Das heißt, wir müssen hier noch einen Schutzraum hinbauen. So, den machen wir dann hier hin. Und dann können wir schon mal anfangen mit einem weiteren Gehege für den Brachi. Für die Dann braucht man einen großen, ne? So, nicht Brachi, für die Diplos. So, und... Ja, das sollte hoffentlich reichen.
Was? Mehrere Saurierbedrohungen? Was heißt hier Saurierbedrohungen? Wo denn? Wo denn? Hoffentlich ist das nur verstaucht. Ah, er hat sich verletzt. Ach nee, das muss ja erst gebaut werden. Toll. Das ist eine Dinosaurierbedrohung. Okay. Drei Diplodokus. Sehr schön. Weiter. Saurier transportieren. 1, 2, 3. Die sind ja zum Glück nicht so mega groß. So, dann bauen wir mal ein Tor hier hin. Und einmal ein hierhin. Sehr schön. Und wir brauchen einmal zumindest Wasser schon mal hier. Achso, stimmt, geht ja noch nicht. Einmal und wir brauchen dich. Und ich würde sagen, wir machen doch jetzt noch eine Ranger-Station, weil das wird doch ein wenig zu viel. Wo haben wir sie denn? Unterstützungsanlage. So. Ja, ja, Weg nicht verbunden, weiß ich. Immer mit der Ruhe. So, und so. Einmal. Und zweimal. Sehr schön. Soundeffekt. Was heißt jetzt Soundeffekt? Das ist ja wohl ein Witz jetzt, oder? Willst du mich hier veräppeln? Einmal bitte betäuben. Das wäre sehr nett. Schutzräume öffnen. Geh wieder rein. Hau ab. Ersetzen an. Stinkstiefel hier. Wieso? Sehr schön. Gut, die lassen wir erstmal. Da machen wir uns jetzt keinen Stress drum. So, und du bitte. Danke. Wäre sehr nett. Wie langsam die aber auch dahin flitzen jetzt. Die sind beide wieder drin, ne? Ja. Okay, dann können wir die Schutzräume wieder schließen. Eigentlich. Wie lange schläft der? 10 Minuten. Zu wenig Blätter. Boden. Okay, deswegen meckern die rum. Okidokiloki. So, wie schaut's denn bei dir aus? Benötigt Statusprüfung. Ranger-Team hinzufügen. Anlage. Ah, er nimmt automatisch die nächste. Das ist sehr schön. Supi. So. Also, ihr braucht zu wenig Blätter. Das heißt, ihr braucht Blätterboden. So, Blätterboden. Fels. Sand. Fels. Schlamm. Grastextur. Felstextur. Sandtextur. Grastextur. Felstextur.
Okay. Blätter. Okay, das heißt Blätter. Boden. Okay. Dann machen wir noch mal ein bisschen hier von hin. So, seid ihr jetzt zufrieden? Sehr schön. Zufrieden? Scheint so. So, einmal den bitte ersetzen. Das wäre... Komm, krümmel dich. Unterwegs, um Produkt einzusammeln. So, dann können wir eigentlich auch hier einmal ändern, aufheben und das Neue zuweisen und aufheben und das Neue zuweisen. Sehr schön. So. Ach, der ist schon betäubt. Ah, oh, super. Der ist schon hier fertig. Sehr schön. Ersetzen an. Dann bitte einmal... Was heißt hier Fahrzeug gefährdet? Welches Fahrzeug ist denn hier schon wieder gefährdet? Ach da. Okay, kommt schon weg. Sehr schön. So, dich setzen wir mal hier von da nach da. Dadurch bist du wieder wach. Und wie geht's euch denn? Fehlender Wald. Okay, fehlender Wald. Fehlender Wald. Mehr nicht? Fruchtbaum. Okay, fehlender Wald, Frucht und Baum. So, was haben wir hier? Frucht. Früchtebaum. Sehr schön. So, besser? Ne, die wollen noch ein wenig Wald. Kriegen sie. Jetzt besser? Nein, immer noch nicht. Und? Ne, immer noch nicht. Wie weit wollt ihr denn noch haben? Jetzt? Immer noch nicht genug. Ey, das ist doch wohl ein Witz hier. Dann hauen wir hier noch Wald hier hin. Sehr schön. Das sollt ihr hoffentlich jetzt reichen. Ah, zu wenig Früchte, Baum. Willst du mich jetzt veräppeln? Früchte, Baum. Haben wir noch irgendwas anderes? Früchte? Oh, beides. Früchte, Baum. Früchte, Boden. Das ist gut. Vielleicht funktioniert das ja immer noch nicht. Doch, jetzt aber. Hä? Wo stehen wir denn? Okay, immer noch nicht zu wenig. Genug. Ganz schön viel brauchen die denn. So, jetzt aber, oder? Immer noch nicht 16%. Sag mal, seid ihr so nervig? Ihr seid ja richtig nervig. Das ist ein Witz. Ich glaube, das Gehege ist ein wenig zu klein. Wir werden das nochmal jetzt ein wenig größer bauen. So, und dann hauen wir... Ne, bitte gezielt. So, wie schaut's aus jetzt? Wo seid ihr? Hungrig. Immer noch frische Baum. Okay, das ist sehr faszinierend. Okay, dann machen wir hier nochmal Wald hin. Und ersetzen das hier vorne mit frische Baum alles. So, jetzt genug. Zufrieden. Sehr schön. Hä?
26%. Das heißt, sie war zufrieden. Hä? Interessant. Aber gut, wenn die sich zufrieden damit geben, ist mir das jetzt piepegal. Ja. Gut, aber ich würde mal sagen, ich werde an der Stelle hier dann mal speichern. Und wir sehen uns dann. Wie nennen wir das denn? Ach komm. Upsala, Falschtaste. Na, wer weiß es? Ja, gut. Ich würde dann sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Jurassic World Evolution 2. Und dann machen wir hier mit unserem kleinen, ja, mit der vierten, mit der dritten Kampagne weiter, die doch ein bisschen mehr will als die zwei davor. Der Flughafen hier sieht schon ein bisschen cool aus, aber wir kommen nicht hin, wir kommen nicht hin. Schade. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.